Sportdeck. Da stehen teilweise so viele drumrum. Alle oben? Ja. Okay, Bock. The power of the dark side, Alles klar? Warte, wo war jetzt ein Bus? Der liegt da. Ach, das war der Bus. Das hört sich einfach nur so endgeil an. Jeder muss einmal dran und dann müsst ihr stehen bleiben, bis bei allen der grüne Haken da ist. Hier Protokolleinheit NR02. Ich hoffe, Sie können diese Nachricht verstehen und dass Sie einen störungsfreien Flug hatten. Bitte halten Sie sich für Sicherheitskoordinator Fähnrich Brukara bereit. Die Marines sind auf dem Weg. Sie folgen euch rein und sichern dann jede Kreuzung, die ihr sichert. Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Wir sind kein Militärschiff. Mehr als das können wir euch nicht bieten. Ich brauche keine Armee. Ich kann mich selbst um alles kümmern. Ja, aber ich verstehe. Ich habe die Kommunikation der Brenthal-Star gescannt und das Sicherheitspersonal scheint die Rettungskapseln schützen zu wollen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Crew den General evakuieren möchte. Sie müssen ihn ergreifen oder ausschalten, bevor er entkommen kann. Es wird auf jeden Fall geschehen. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich melde mich wieder, wenn sich die Situation ändert. Greifen Sie alle Verteidigungspunkte zwischen Ihnen und dem Ziel an. Das ist so episch. Oh, wieder Dicker! Seht ihr da vorne den Commander? Das ist ein Boss. Boah! Da hinter den, oder? Der mit dem gold-silbernen Stern. Ihr redet mit einem Kommandanten der Sondereinheiten. Wo? Nee, erstmal alles andere hier. Okay. Ist der jetzt schon gepult? Ach, das ist doch der, wo ruft, es ist eine Falle! Also jetzt räumt's ganz schön. Die Serie. Das ist Action. Cool. Kinofilm. Freut mir. Was hab ich doch? Ihr schreckt also vor nichts zurück. Ah! Ein Teil von mir hat sich gewünscht, komm nicht mit da hoch. Ja, Tank. Ab an den Boss. Nein, ich habe dieses Mal nichts gekriegt. Nicht? Okay, was meinst du? Oder doch, Stiefel. Jeder hat dieses Mal was gekriegt, ja. Ist es so, dass du immer jeder was kriegst?
Ich hab ein MK2-Paket, das du landen, ein Implantat bekommen. Ich hab ein MK2-Kopfschutz, das Schüler macht, Leute, aber ich weiß nicht, seit wann ich das habe. Das ist das Einzige, was ich dazu bekommen habe, seit wir hier alles töten. Hast du den Healer getestet, MP? Ich auch mit dem Schwert kämpfen. Ja, das macht nur keinen Sinn. Links oder rechts klicken? Rechts. Wieder habt ihr immer tot, bevor ich klicken kann, oder? Weiß Gott was. Ach nee, SW Tor macht Rechtsklick, ist automatisch die Attacke, die du auf der 1 hast. Also Linksklick, wenn ich das Schwert benutzen will. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt benutzt oder ob du dann erst die Nahkampfattacke auf die 1 legen musst. Antriebsdeck oder? Ja. Es räumt auf jeden Fall. Wenn ich weiß, welche von den 5 Stück da unten meine Nahkampfattacke ist. Das ist das Lichtschwert. Aber die habe ich nicht auf der Leiste unten. Dann hast du keinen Nahkampf in der Leiste. Da du Hexer bist, bist du aber auch eigentlich keiner Fernkampfspieler. Was ist da? Was los? Nee, weil ich in die reingesprungen bin, die weggeflogen sind. Hab ich gesagt, der Boss ist da. Ne, der Boss kommt, wenn wir alle 4 Konsolen hier bedient haben. Ich glaube, er hat sich nicht erfüllt und eigentlich weggespielt werden muss. Was ist die 4. Konsole? Hier hinten. Ich geh grad hin. Ist aus. Ah, da ist er doch. Das ist der Bus. Ja. Ist aber auch wieder nur so ein Zwischenbus. Grüne Neune. Was denn? Eine Brust bekommen mit 185 Rüstung. Ich habe jetzt einen Gürtel gekriegt. Deswegen hat der eine bei dir ja vorhin geschrieben, die Ausrüstung aus der Black Talon aus der ersten Linie ist im Prinzip schon viel besser. Kriegt irgendwie kaum was. Schuhe. Du hast doch jetzt schon wieder gekriegt. Ein Gerät. Also ein Urteil. Du musst auch schauen, Foxy, wenn du irgendwo Implantat hast oder sowas, die sehen unscheinbar aus, aber es sind dann meistens Implantate, die dir auch noch ein bisschen. Und ihr seid jetzt wo reingerannt? Nee. Rechts von dir. Ja, geil. das ist ein hübsches Rötchen. Ja, geh vor. Charge! Ja!
ist weggeflitten. Nein. Ja. Macht einfach was her. Oh, Boss, oder? Ich glaube, das ist mal Story. Beim nächsten Mal können wir ja Veteranen-Modus spielen und dann gucken, ob da dann aber noch nicht dabei sind. Ich finde doch, dass Roboter machen echt gar nicht so viel hinterherrennen. Ja, die heilen. Heilen und so ja. Ein bisschen. Das macht so ein bisschen langweilig. Ich dachte, Veteran wäre, was weiß ich, auf High Level oder hoch skaliert und dann wäre es echt schwierig. Jetzt muss wieder jeder dranklicken und bei jedem der Haken. Werden wir alle raus und Weltall gezogen. Die Rettungskapseln sind nicht weit. Ihr könnt es alleine schaffen, General. Und was wird aus euch? Tom, der Attila schnell draußen. Jo, mach mal. Geht jetzt, mein Freund. Oh, das sieht episch aus. Ich bin Yahida Bar, Padawan des Jedi. Padawan. Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen. Und ich lasse will euch die sich jetzt alleine mit uns vier anlegen? Ja, aber Betonende sieht episch aus. Sieht aus wie so ein Bettlager. Du erinnerst mich auf mein Monster, diese Assassin. Mein erster Lehrer wollte mich auch töten. Dann stimmt es. Ihr Sith seid nur das Gespött von alledem, woran die Jedi glauben. Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss. Genauso wie die Republik das Sith-Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt. Falls du es noch nicht bemerkt hast, das Imperium ist zurück. Und wir werden euch vernichten. Ihr könnt uns nicht vernichten. Ebenso wenig wie ein Schatten denjenigen vernichten kann, der ihn geworfen hat. Ach komm, Schatz. Ihr könnt fortlaufen oder einfach hier bleiben. Aber weiter lasse ich euch nicht. Ihr werdet nicht gewinnen. Weglaufen. Kommt irgendwie nur ganz langsam vorwärts. Wie kann man schneller laufen? Das ist deren Fähigkeit, die macht einen ganz schlau. Ja, hab ich erstmal zu den Schrank gezogen. Ja, genau. Ranziehen und langsam machen. Also, vorher hat es getötet. Das schwöre ich euch. Au. Ja. Hand oder tot? Was Lilanus zieh? Irgendwer hat ein Lichtschwert gekriegt. Stimmt, Fauxi. Ich hab eins gekriegt. Guck mal, jetzt krieg ich endlich so kaputt so rum und dann ist die Kappe nur hin weggeknippt. Oh Mann! Wer hat Lichtschwert? Wer hat Lichtschwert? Und? Ich hab auch eins. Wie viel Schaden im Vergleich zum Anna? Oder zählt es bei dir gar nicht, ne, oder? 61 mehr Schaden habe ich. Auch. Also wahnsinnig viel mehr Schaden und das trotz meinem super guten Farbkristall. Okay. Und wenn ich keinen Nahkampf habe, bringt mir das ja wenig. Doch, ja. Doch, die Werte darauf bringen dir natürlich auch was. Ist ja logisch, du hast das Padawan-Lichtschwert jetzt. Hey. Auch Leute an mich. Okay, schnappen. Weiter. Da, wo die drei Typen stehen. Und hat gleich wieder durch das Bild geflitzt. Juhu! Ne, der fetzt mich voll auf. Marodeur. Alles klar, die qualt mal richtig. Ja, du bist mit eurem Stab auch zufrieden, oder? Der geht gut ab. Oh, da hast du schöne Drehung gerade gemacht. Ja. Meine zwei Lieblings-Klassen. Der Attentäter und ja, Marodeur. Ah, der wo sterben muss. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen.
Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Ich nehme an, ihr seid der General. Groß Moff Kilran schickt mich, um euch zu finden. Kilran war das? Natürlich. Nur er besitzt die Frechheit, einen Transporter zu schicken, um ein Kriegsschiff zu stoppen und dann noch erfolgreich zu sein. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben Sie euch das gesagt, als sie euch hierher schickten? Wussten Sie das überhaupt? Glaubt ruhig, was ihr wollt. Das ändert nichts an eurem Schicksal. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keine... Seht ihr meine schicken Stiefel? Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag. Schilde, die ganze Planeten umschließen. Raketen, die die Sonnen verdunkeln. Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten. Zivilisationen auslöschen. Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Friede ist bereits verloren. Wenn das stimmt, wieso dann zur Republik überlaufen? Es gibt keinen Platz mehr für mich innerhalb des Imperiums. Mein letzter Beitrag kann daher nur sein, das Gleichgewicht herzustellen. Für ein Patt zu sorgen. Das scheint jetzt wohl belanglos zu sein. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Ich bringe euch an Bord meines Schiffs. Von dort aus werdet ihr nach Rom und gelangt in Gewahrsam des Imperiums. Wo ich dann gefoltert die gute Seite gewinnt immer. Werde? Oder im besten Falle für den Rest meines Lebens in einer Zelle sitze? Aber da es auch keinen Ort in der Galaxis gibt, wo ich mich verstecken könnte, folge ich euch. Bei dem Würfelding links gibt's übrigens noch zu sagen, umso länger die Antwort von einem nicht ausgewählt wurde in dem Gruppengespräch, umso höher wird der Wurf, den man macht. Also man kriegt dann noch einen Bonus teilweise obendrauf. Danach, wer den Höchsten da hat, der kommt dran, oder wie? Ja. Ja, aber wenn du jetzt schon länger mehr dran warst, dann kommen meistens auch Würfe über 100 zusammen. Hanger? Ja. Mhm. An immer, dass das blau ist. Das muss wieder jeder. Captain Orsic hier. Ihr seid also auf dem Rückweg. Ich denke, ich darf euch beglückwünschen. Unsere Marines wurden zur Black Talon zurückgerufen. Sobald ihr wieder an Bord seid, gehen wir auf Lichtgeschwindigkeit. Verstärkungen der Republik könnten jede Minute hier sein. Er reitet eine Zelle vor. Ich bringe einen Gefangenen mit. Der General? Ich bin sicher, der Droide und Groß Moff Kilran werden froh sein, dass wir ihn lebend haben. Wir sehen uns auf der Brücke. Herzlichen Glückwunsch noch einmal. Orsic Ende. Dann spricht das Ding in zwei, oder was? Ich hab jetzt eigentlich nochmal Boss erwartet. Ich glaube, der Jedi war der letzte Boss. Ah, okay. Oh, schade. Dann war es noch nicht mal Jedi, sondern nur Padawanju. Ja. Naja, das ist die erste Instanz im Prinzip, die man macht. Der erste Flashpoint mit Level 10. Mhm. Also das ist mehr so eine Einführung. Na gut. Mittlerweile Level 18.
Ja. Ich glaube, wenn wir auf den nächsten Planeten kommen, sind wir von Anfang an schon überlevelt. Ja. Ja, das ist dann aber der XP-Boost, den wir da immer nehmen, oder? Ne, ich glaube, die haben allgemein mit der Zeit die XP so angepasst, dass du einfach zu schnell drüber hinaus bist. Wahrscheinlich, dass du den zwischen dem FTP, F2P und dem normalen halt, ne? Jetzt stell dir vor, du hättest noch ein Abo. Ja, ja. Die Helden da levelst du ja noch schneller. Wir kommen zurück. Ja. Meine Männer werden den General in die Arrestzelle bringen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so sauber über die Bühne geht. Es gab ein paar Stolpersteine, aber die sind beseitigt. Das bezweifle ich nicht. Euer Urteilsvermögen ist einzigartig. Groß Moff Killrun erwartet sehnlichst Ihren Bericht. Soll ich ihn durchstellen? Von mir aus? Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Black Talon erreichen kann. Der Druide hat mich über eure Arbeit unterrichtet, aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Was gibt es da zu erzählen? Ich habe erledigt, was ihr wolltet. Bitte antworten Sie dem Großwurf adäquat. Bitte, ich bin guten Mutes. Heute gibt es keinen Grund, verbittert zu sein. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Mein Erfolg soll sich herumsprechen. Ich werde den anderen Moffs von euren Heldentaten berichten. Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest eurer Reise. Killrun Ende. Beton bei dir im Chat? Ja, habe ich schon. Ich bin da kaum aktiv. Wo seid ihr hin? Ich bin hier noch. Er ist auch wieder alle aktiv. Ihr hört mich aber noch, oder? Ja. Gut. Ach, Umkass, ne? Ja, ja. Mhm. Was ist das, eins oder zwei? Eins. Avalon Froth, was er jetzt nehmen soll, Söldner oder Saboteur? Als Heiler. Ui. Da mal Level 19. Avalon, das Saboteur ist mehr so Schurken-Nahkampf. Und der Söldner? Der Söldner ist Fernkämpfer mit zwei Blastern. Der ist, was du mehr Bock hast. Lieber Fernkämpfer oder Nahkämpfer, das musst du halt jetzt für dich entscheiden. Da habe ich ja auch gesagt, auf das, was man halt Bock hat. Man muss halt echt die Klasse für sich finden, weil was bringt es einem, wenn man jetzt XY spielt und dann gar keinen Bock auf die Klasse hat? Tito. Also ich finde das geil mit dem drüber hinaus Jumpe quer durchs Bild. Macht voll Fetz.
Aber so von der Blaster-Type, ich glaube, Sniper wäre dann eher mein Ding. Ihr müsst die Gruppe verlassen oder mindestens noch einer. Ihr braucht hier euren Gefährten. Verlassen wir die Gruppe? Rechtsklick aufs eigene Porträt, Gruppe verlassen. Schauen wir mal. Wie kommt mein Gefährte? Mit N. Habt ihr mich vermisst? Auswähle dann. Mit uns legt sich besser niemand an. Wird an so ein Ding da laufen. Ihr seid es ja, nicht wie diese Wanzen, die mit. Was ist, wenn das Vieh ausgehungert ist? Das scheint gerade schon ausgehungert. Ich verneige mich vor euch. Ich diene Lord Baras. Er schickt mich, um seine neuen Schüler zu empfangen. Ich wollte auf keinen Fall zu spät sein. Oh nein. Hier bin ich also. Und jetzt? Ich bin nur ein Sklave, der jeden Atemzug der Gunst von Lord Baras verdankt. Er befahl euch, Drom und Kaas zu zeigen, und ich gehorche. Dann fangt endlich an. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Augenblicklich. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Lord Baras befahl mir, euch aufzufordern, dass ihr euch Kaas City ansieht, bevor ihr euch bei ihm meldet. Die Imperialen sorgen hier für Ordnung, aber sie werden euch in Ruhe lassen. Wenn ihr soweit seid, erwartet euch Lord Baras in seinen Gemächern. Ja, ihr, der scheiß Typ voll blau aus, alles so, bei mir sieht das voll langweilig aus. Habe, dass ich euch gut gedient habe? Geht mir aus den Augen. Habe ich euch irgendwie beleidigt? Wie kann ich es wieder gut machen? Eure Existenz beleidigt mich. Was habe ich getan? Nein! Wow. Hat ja nicht lange gedauert, bis ihr Drom und Kaas um eine Leiche reicher gemacht habt. Also, wenn ihr aus dem Gespräch wieder draußen seid, dann steht auch an eurem Begleiter jetzt so ein Gesprächssymbol. Da steht ja dran, Kenwal möchte unter vier Augen mit dir sprechen. Oder in einem Fall Wett. Und dann wieder einladen in die Gruppe. Ich hab diesem Typen gerade den Tod gewünscht. Einlade, wer hat noch eine Gruppe? Und die andere wieder reinzuholen? Warte, ich muss mit dem Ding dann reden. Kann mit dem Vogel nicht schwätzen. Nee, du musst dafür in einer Kantine sein oder auf deinem persönlichen Schiff. Ach so. Sind wir jetzt alle einzeln? Glaub ja. Wow. Man braucht halt hier den Gefährten, den ersten. Auf zum Raumhafen. Das ist quasi so eine Kontrolle vom Spiel, ob du die Sache vorher erledigt hast. Ja, jein. Du kommst ja trotzdem hier durch. So ist für mich was Grünes. Ja, aber du bist zu früh, wenn du da jetzt reingehst. Da drin. Also Herausforderung endlich? Nein, das ist einfach leer. Ach so. Moment, ich glaube, wir müssen auf der Minikarte uns low-levelige Quests anzeigen lassen. Gibt's das irgendwo? Weil, hat die nicht hier normalerweise eine Quest? Ich bin ganz total verwirrt. Hier gibt's, glaube ich, wieder Helden-Quests. Er möchte sich an die Gruppe anpassen. Alles mitnehmen? Seid ihr jetzt überhaupt hin? Hier. Da oben an der Schalter. Fächen ist dein Söldner, Saboteur, Nahkampf, richtig?
Genau. Wir haben jetzt hier zwei Fernkämpfer, zwei Nahkämpfer. Dementsprechend ist es halt eigentlich noch egal. Die alle fünf annehmen die Mission. Ich denke halt, also ich persönlich würde dir wirklich den Saboteur empfehlen, einfach weil ich die Story vom imperialen Agenten als eine der schönsten im ganzen Spiel ansehe. Deswegen würde ich sagen, spiel den Saboteur. Wenn du Story out bist. Wenn dich die Story halt auch interessiert, das ist schon wichtig. Ich meine, wenn jemanden die Story überhaupt nicht interessiert, ja okay. Fische, gibt's irgendwie so einen Knopf, dass dann das ganze Menü verschwindet für ein Bild? Bestimmt. Bestimmt, aber ich weiß nicht wo. Aber es gibt eine Breite für Tastenbelegung. Ja, dann weiter. Wollen wir jetzt gleich so die Quests machen? Schon, ne? Ja. Oder diese Heldenquests, wollen wir die jetzt gleich mitmachen oder wollen wir erstmal tatsächlich für die Hauptstory-Quest nach Cast City? Und dann gucken, zu welche Quests wir automatisch mit hingeführt werden. Gibt's nicht so, Rundweg und wieder zurück oder so? Naja, wir müssen immer wieder nach Car City, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und von Car City aus werden wir in die einzelnen Gebiete immer wieder weitergeleitet. Ich würde so alles holen, was geht, und dann so in einem Rasch erledigen, oder? Quasi, ja. Das funktioniert so leider nicht. Im Prinzip, du gehst nach Car City, kriegst eine Quest für ein Gebiet. Gehst in das Gebiet, holst dir dort alle Quests, machst das Gebiet, musst dann wieder zurück nach Car City. Ja, gut. Ich gucke jetzt mal, ob wir den Schnellreisepunkt schon... Nee, für Schnellreise geht's noch nicht, aber wir können mit dem Gleiter nach Car City. Und zwar der eine, eins weiter, Gleiter des Car City Zugangs. Okay. Du kannst sagen, was du willst, das Game sieht so geil aus. Mich hat halt das Spiel damals so gefesselt, weil einfach alles vertont ist. Die Story und das fand ich so cool. Ich war da noch voll in meiner WoW-Sucht drin, dort das Spiel keine Chance gehabt. Ne, ich habe damals von WoW gewechselt, bin hierher, hab mit WoW aufgehört, hab keine Ahnung, das gespielt und ja. Und zwar, wir müssen ab jetzt auch unsere Schnellreisepunkte entdecken. Dafür müssen wir einmal die Schnellreisepunkte hier anklicken. Impi, mit Alt-Y blendest du das Interface aus für Screenshots. Cool, dann stellen wir uns mal. Wohin? So. Ich weiß, dass dir drin gleich einen Ausblick gibt, dass du auf jeden Fall sehen willst. Ah, okay, dann nehmen wir das. Ja. Also erstmal, hier gibt es überall imperiale Fahnen, die als Hintergrund wesentlich besser geeignet sind. Und wenn wir jetzt hier einmal um die Ecke gehen, Oh ja, leck. Oh ja. Ey, irgendwie das bei Arkofentor. Egal. Da. Wie kann man rauszoomen? Wir müssen eigentlich dicht an mich stellen. Taucht sie vielleicht vor uns? Ja, vor euch setzen. Sieht denn das aus? Das sieht kacke. Foxy sieht man nämlich. Gut, dann bleib ich stehen. Stell dich mal zwischen mir und Beton, dass du mit um. Das Bild ist echt klein. Ich nicht mehr. Doch. Ein bisschen noch. Was ist denn das? Rechtsdreher, ihr zwei? Weiß ich ja nicht.
Guck mal, dass das Schwert mich nicht schlitzt. Vielleicht gehe ich dick zurück. So. Okay. Dankeschön. Synchron, das Schwert weg. Okay, wir müssen mal weiter.